Die bekanntesten Atomisten sind Demokrit und Leukipp, deren Schriften bereits im Altertum kaum auseinandergehalten werden konnten. Leukipp wurde im 5. Jahrhundert vor Christi wahrscheinlich in Milet geboren. In Elea soll er den Unterricht Zenons genossen haben und in Abdera die Schule begründet haben, die durch den 460 vor Christi geborenen Demokrit bekannt wurde. In diesem Modell ist der Aufbau der Dinge aus Atomen grob dargestellt. Der antike Atomismus erklärt die Welt nicht aus verschiedenen Urstoffen. Es gibt nur die Atome und den leeren Raum. Die Atome sind unteilbar, unveränderlich und ewig. Sie sind zu klein, um einzeln gesehen zu werden und unterscheiden sich nur durch ihre räumlichen Eigenschaften, Form, Position und Anordnung. Die Atome befinden sich in ungeordneter, ausschließlich mechanischen Gesetzen gehorchender Bewegung, ohne lenkendes geistiges Prinzip, wie zum Beispiel den Nuswirbel des Anaxagoras. Sie geraten durch ihre ungeordneten Bewegungen aneinander, verhaken sich, stoßen sich gegenseitig, bilden Ansammlungen und verwirbeln sich. Durch diese Bewegung entsteht der Anschein qualitativer Veränderungen. Die Seele des Menschen besteht aus den besonders beweglichen, kugelförmigen Feueratomen, die an die größeren Körperteilchen angelagert sind. Dadurch wird die Verbindung von Körper und Seele als streng mechanische Notwendigkeit gewährleistet. Die sinnliche Wahrnehmung kommt zustande, indem von den Dingen ständig Stoffströme ausgehen und in unsere Sinnesorgane gelangen, mit deren Atomen in Wechselwirkung treten und so die Seelenatome bewegen. Nicht nur das Sehen, auch das Träumen erklärt der Atomismus durch das Einströmen dieser Bildchen, Eidola genannt, aus der Umgebung. Ebenso sind Gedankenübertragung, Prophezeiungen und die Stimmen, die den Göttern zugeschrieben wurden, auf diese überall umherfliegenden Abbilder zurückzuführen. Wie einem antiken Verzeichnis zu entnehmen ist, soll sich die Zahl der demokritischen Schriften auf über 50 belaufen haben. Eine Menge, in der ihm nur Aristoteles ebenbürtig war, der über ihn schrieb. Und Demokrit war auch wirklich in der Philosophie ein Fünfkämpfer. Er handelte über physische und über ethische Fragen, aber auch über mathematische Fragen und bildungswissenschaftliche Gegenstände. Und er war in allen Künsten zu Hause.